Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Können wir hier eigentlich auch trainieren, theoretisch? Ne, ist ja scheiße. Nicht blöd. Na gut, dann gehen wir wieder. Wir haben ja unser Ziel gesetzt. Das ist diese komische grüne Person, die da so rumsteht. Haben wir zufällig ein Auto hier? Natürlich haben wir kein Auto hier, was ich total bescheuert finde. Warum sind wir ohne Auto gekommen? Das ist nicht gut. Ach, wir sind mit dem Motorrad gekommen. Natürlich, mit dem Motorrad. Klar. Wie, ob ich blind bin? Geh mal weg hier. Ich hab dich genau gesehen. Das war mit Absicht, du Arsch. So. Weißt du, sowas lasse ich mir nicht gefallen. Alter, das Motorrad ist eigentlich voll scheiße. Warum fährt er mit dem Motorrad hier? Er hat doch eine geile Karre. Naja, egal. Motorrad ist wahrscheinlich ein bisschen schneller, kann man bessere Parkplatz finden und so weiter und so fort. Verbraucht weniger Sprit, denke ich mal. Keine Ahnung. Hätte aber auch einen Roller nehmen können. Roller habe ich hier noch gar nicht gesehen, ey. Die gab es in... Gab es die in GTA 4 eigentlich? Roller? Ja, ne? Oder? Ich muss ja da lang fahren. Es gab auf jeden Fall in GTA San Andreas noch Roller. Ja. Aber hier bei 4 bin ich mir nicht so sicher. So, wir nehmen mal die Kurve ganz haarscharf. Dank den Skills von Franklin überhaupt kein Problem. So. Wunderbar, es hat funktioniert. So, wir sind auch gleich da. Mal gucken, was die alte Schabracke oder wer auch immer... Ich glaube, ich dachte, das müsste Tanisha... Tonja könnte das sein. Die alte, mit der wir immer geschrieben haben, oder? Wäre möglich. Ich glaube, ich muss mein Auto mal auslösen. Das ist ja grün, das ist ja gerade beschlagnahmt. Lustigerweise können wir es aber von zu Hause aus wieder freikaufen. Ach, das ist ja die alte schon wieder. Hau ich erstmal ein bisschen in die Luft, weil die ist scheiße. So, erstmal einsteigen. Boah, weißt du, der Weg ist mir viel zu weit, ey. Ich fahr da mit dem Auto hin. So. Dann schauen wir doch mal, was die Alte von mir will. Wahrscheinlich wieder ein Abschlepp-Job. Do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992... Then shit, I'm guilty as charged. Honk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry. But where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Alles klar, wir dürfen wieder Abschlepper spielen. Juhu. So. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, diese Mission immer zu machen. Diese Freizeitaktivität, naja, ab und zu. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. So. Achso, das Ding ist ja eh auf. That's our truck. You know the drill. Ja, ja, warte, ich muss erstmal parken hier, weißt du, das geht ja so nicht. So, na dann. Wollen wir wieder ein Auto abschleppen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht, ey. Boah, Alter, komm mal ein bisschen schneller. Hier, komm, ich fahre dir mal ein bisschen entgegen, damit du nicht so weit laufen musst. Ich dachte, die läuft gerade an dem Auto vorbei. Aber alles gut. Alles gut. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV at any damn spot without a sticker. It's a lucky plucker and little soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school.
And you got your math on the corner in Dayton. Okay, das ist ja total interessant. Sie kann also nicht fahren und sonst kann sie anscheinend auch nichts, außer natürlich sich zudröhnen. Aber das reicht ja auch. Ich meine, mehr muss man ja nicht können, ne? So, oh ja, das stand da falsch. Das musste unbedingt weg. Oh, Verzeihung. Ich bin offiziell von der Stadt beauftragt worden. Da haben wir den doch, den SUV, oder? So. Oh. Let's move it out. Läuft. Ja, easy, Junge. That's whack. I was only parked there for a minute. Ah, ist mir egal. Er hat wahrscheinlich wirklich eine Minute da gestanden, aber das macht ja nichts. Ist nicht mein Problem. Ist zwar nicht mal mein Job, aber pff. Who cares? Einfach den Wagen mitnehmen, so läuft nämlich das Geschäft der Abschlepper. Wahrscheinlich machen wir das in Wirklichkeit auch so. I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Ich finde ein bisschen schade, dass die Spiegel nicht richtig funktionieren. Ich meine, ohne Spaß, als ob hinter mir ein miesester Nebel wäre. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst finde ich das eigentlich voll cool, also von innen. Ich finde es cool, dass sich die Anzeigen hier bewegen und jedes Auto ein eigenes Interieur hat. Also, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon ganz nice gemacht, auch wenn man das jetzt nicht vielleicht so oft benutzen wird. Also ich zumindest nicht. Es gibt bestimmt ganz viele, die fahren nur so. Oder spielen nur so, aber... Naja, ich weiß nicht. Ich werde den Charakter irgendwie sehen. Es ist natürlich auch einfacher in der Third Person, weil man dann eine bessere Übersicht über das Ganze hier hat, aber ja, auch so. Ich will den Charakter halt sehen, ne? Drop it in the marked area. Same as before, honey. Ja, ich mach das doch nicht zum ersten Mal hier. Was denn? Das musste so sein. Da war eine Fliege drauf, die musste ich doch wegmachen. So, hier. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. So, das war's. Woohoo! Wir sind der beste Abschlepper, den es auf der Welt gibt. Juhu! So, dann schauen wir mal kurz, haben wir noch irgendwas auf der Karte, was wir machen können für Franklin. Nö, anscheinend nicht. Oh, ich will hiermit will ich mal fahren, ohne Spaß, mit der Seilbahn, ne? Damit würde ich mal gerne fahren. Und was ich noch machen würde, ja gut, hier ist nur ein Emily. Ach genau, ich weiß, was ich machen sollte. Warte mal, wo ist denn das? Wo sind denn wir? Wir sind gerade da. Ist eigentlich egal. Wir fahren mal einfach hier hin. Wir sollen ja ein bisschen auf den Schießstand gehen, damit wir die Luft verprügeln können. Deswegen gehen wir jetzt auch mal eben zum Schießstand. Steigen unsere geile Karre in den Buffalo S-Sportwagen. Und werden mal ein bisschen rumballern, werden mal ein bisschen üben, damit wir unsere Schießkunst etwas verbessern können. So, mal ein bisschen... Hier finde ich zum Beispiel blöd, guck mal, der... Alter, wo hat denn der seine Radioanzeige da unten irgendwo? Krass. Naja. Mucke dürfte man eigentlich sowieso, glaube ich, so wie gar nicht hören, was auch nicht so schlecht ist. Weil es gibt ja nur Stress mit... Obwohl ich ja komisch fand, in der Folge 7, glaube ich, war ja ein Lied von... Verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal, von dem auf jeden Fall. Und ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass das nicht gesperrt wurde, das Video. Also bis jetzt. Es sind noch 2 Tage, bis das dann auch rauskommt, aber bis jetzt kam es noch nicht zu einer Sperrung. Normalerweise sind die dann relativ schnell. Aber nö. So, dann wollen wir mal eben gucken hier. Oh, warte mal, ich kaufe mal, glaube ich, eine neue Panzerung, weil unsere ist ja wack. Ich finde, der hilft so gut wie gar nicht, ohne Spaß. Ne? So, wo geht's denn hier zum... Ah, da ist der Schießstand, wir wollen mal ein bisschen üben. Ah, du bist ein Gangster. Geile Friese, Bro, geile Friese.
Wie kann ich denn jetzt üben? Hä? Wie übe ich denn? Moment, muss ich hier irgendwas machen? Oder darf ich hier einfach so schießen? Nee, das glaube ich eher weniger, oder? So. Hä? Moment, okay. Ich bin gerade anscheinend zu blöd, herauszufinden, wie ich schießen kann. Ich muss auch irgendwie diese... Oder muss ich ins Office rein? Ach so. Ah. Ja, sagst du gleich, ey. So, jetzt geht mal alle weg hier, weißt du, ich zeig euch mal, wie das geht hier. Wie sieht denn nach Ablauf eines Countdowns, das ist klar, weiß ich ja Bescheid. Die Runde endet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder alle Ziele zerstört wurden. Okay. Bei Runden, in denen es auf Treffgenauigkeit ankommt, werden die Punkte pro Ziel anhand irgendwas gewertet. Zone 4,10, 3,20, 25, 2,50 und 1 natürlich 100 Punkte. Aufeinanderfolgende Treffer füllen die Komboleiste und erhöhen einen Multiplikator. Der höchstmögliche Multiplikator ist mal 3. Verfehlst du, wieder zurückgesetzt. Für jede Waffe gibt es mehr Herausforderungen, Informationen. Für jede von ihnen findest du im jeweiligen Menü. Alles klar. Werde ich mal kurz wieder umsetzen. So, wir werden jetzt erstmal mit Handfeuerwaffen üben. Und ja, einfach mit der ist dann mir doch, ist das doch relativ wurscht, der ohne Spaß. Mehrere stationäre Ziele verschwinden nach einem Treffer. Du musst bei Herausforderung 1 mindestens Bronze erreichen, bla 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 bla. Auswählen. Achso, ja klar, machen wir. So, mal schön in die Ego-Perspektive gehen. Ja, das ist nicht alles ein Huni, aber ich glaube, so schlecht ist das gar nicht. Erfolg! Pistole 1. Na, immerhin. Ich meine, das ist ja gar nicht schlecht. Komm, wir machen mal die zweite auch. Das war ja relativ schnell und eigentlich ganz witzig. Ach, jetzt bewegen. Jetzt bewegen die sich auch noch geringer, okay. Gehen die auch noch weg, die Dinger, okay. So. Aber auch hier ein Erfolg. Wie bitte? Was? Ach du heilige Scheiße. 100% Genauigkeit, hier sind es nur noch... Ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen, ey? What the fuck? Egal, hat er gereicht. Mal gucken, was das jetzt hier ist. Oh. Ah, okay, die bewegen sich. Alter, das ist gar nicht mal so einfach, finde ich irgendwie. Alter, das ist echt ein bisschen creepy. Schwer, also, naja, was heißt, ja, ein bisschen. Ein wenig, irgendwas so. So, ja, zweiter. Och, aber knapp. Das war echt ganz knapp nur für Silber. Aber okay, kann man machen. Das ist nicht das Beste, was geht, aber naja, mein Gott. So, dann gucken wir uns mal die Maschinenpistolen an, was hier geht. Wir nehmen einfach mal die Sturm-MP. So, wahrscheinlich aber jetzt alles das gleiche. Würde ich jetzt vermuten zumindest. Okay. Hä? Hallo? Das ist ja voll der Beschiss. Ich muss erwarten, bis das hier mal aufgeht. Ich weiß ja nicht, welche dann aufgeht. Lol. Ach so! Boah, sag's doch gleich, ey. Okay, ich mach das nochmal. Ich dachte, ich muss immer einmal schießen, aber ich muss einfach nur raufballern, ey. Ist ja kein Problem. Das kriege ich ja wohl hin. Pass auf, jetzt geht's ab.
Blöde ist, der Multiplikator verschwindet halt dann natürlich auch immer. Aber jetzt ist er noch da. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, pff. Easy! Okay, das war einfach. 21.000 Punkte habe ich. Ich hätte eigentlich nur 12.000 gebraucht. Läuft, würde ich sagen. Einzelne Reihe sich bewegender Ziele, die sich umdrehen. Ziele verschwinden automatisch. Alles klar, machen wir auch. Läuft. Ich versuche mal, vielleicht schaffe ich ja alles zu machen. So, nachladen. Nachladen. Doch, habe ich auch schon geschafft, ja. Okay. Wie soll ich denn das schaffen? Okay. Ist egal, ich habe es ja eh geschafft, Gold locker. Also mit der Waffe habe ich es drauf, wie man sieht. Kein Problem. Mehrere sich bewegende Ziele auf verschiedenen Höhen. Ziele verschwenden automatisch. Okay. Kriegen wir hin. We got it. Okay, das ist ein bisschen gemein, weil die sieht man so ein bisschen schwer. Oh, verdammt. Das wird bestimmt abhauen. Ah, ne, ich kann auch treffen. Okay. Komm schon, wo ist das nächste Ziel? Oh, ich hab die Tau... Ich hab Gott sowieso wieder geschafft. So, no problem. Ja gut, mit der ist es auch relativ einfach, weil die kann halt relativ schnell schießen. So, dann gucken wir mal... Nein. Bei den Sturmgewehren nach... Was haben wir denn da? Karabiner, ja. Ich nehme mal das Karabiner, ist eigentlich ganz gut. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Vermute ich zumindest mal. Ja, weiter weg geht's nicht, ne? Oh, hier bin ich aber nicht so gut im Treffen, muss ich sagen. Und die ziehen auch relativ krass nach. Hm. Ja, wobei doch, das schaffe ich noch. Hm. Ja, die sind schon ein bisschen schwerer, weil die Waffen auch ein bisschen schwerer zu handhaben sind. Boah, gerade mal Bronze geschafft, das ist natürlich ein bisschen arm. Egal, ist mir wurscht. Also ich muss sagen, die MPs sind am besten bisher, so vom Schießen. Haben halt nicht so einen krassen, so einen Verschleiß, sage ich jetzt mal. Und kann man eigentlich gut treffen mit. Da hinten wird schwer, finde ich, irgendwie. Da wird's echt schwer. Vor allem immer Gold zu treffen, ist natürlich fast gar nicht mehr möglich. Ja gut, ich meine knapp. Wobei, ach, die fahren nochmal zu. Ja gut, dann könnte ich es hier tatsächlich schaffen, ne? Ja, geschafft. Gold! Muss ich eigentlich meine eigene Munition verballern? Das finde ich ein bisschen unfair. Ja, finde ich gemein. Wenn ich das mal so sagen dürfte. Ist nicht nett. Oh, wie schnell auch einfach das Magazin leer ist, ey. Ja, aber geschafft ist geschafft, locker. Kein Problem. Danach haben wir, glaube ich, noch eine Waffenkategorie. Also da müssten ja meine Skills wohl deutlich gesteigert sein. Bewegliche Ziele und variierenden Höhen, ja, das ist aber wohl kein Problem, schaffe ich. Vielleicht. Auch nicht. Oh, scheiße, ich muss nachladen. Ich baller einfach die ganze Zeit, das ist bestimmt gut. Nein, das ist eigentlich gar nicht gut, aber das macht nichts. Ah, ich habe Bronze habe ich geschafft, dann ist das alles kein Thema. War jetzt nicht so. War nicht so gut, aber ist egal. Schrotflinten! Dann probieren wir das mal damit. Die Pump Action. Eine Sturmschrotflinte. Ah, wir nehmen mal die passt schon. Dann komm her. Okay, hier wird ein bisschen. Ah, hier wird das anders gemacht, okay. Das ist ja eigentlich wichtig, dass man... Achso, Hauptsache, man kriegt einen Punkt.
gut. Mit der schafft man das, glaube ich, auch ganz gut. Ich kann aber nicht so schnell nachladen, das ist halt blöd. Ja, immerhin habe ich Bronze geschafft, aber auch nur ganz, ganz knapp. Alter, wie soll ich denn das machen? Da muss ich ja viel schneller nachladen. Da muss ich meine Skills aber deutlich verbessern. Also so geht's ja nicht. Wie kriegt man das? Ach, 7. Okay, Moment. Okay, ich glaube, ich weiß, wie man mehr kriegt. Man muss, glaube ich, einfach nur... Ah, hier kann man jetzt auch zielen. Das ist ja super. So. Ah, knapp. Okay, bei der ersten hätte man, glaube ich, auch so seitlich schießen können. Dann trifft man mehrere gleichzeitig. Aber gut, egal. So, mal gucken, was hier auf uns zukommt. Dann haben wir nämlich alles geschafft. Schade, nur eins getroffen. Mann, ich will 2 auf einmal schaffen, verdammt. Ärgerlich. So, immerhin 3 Punkte bekommen. Ja, Silber geschafft. Das war nicht schlecht. So, damit haben wir alles. Ich glaube, mehr können... Ach doch, ah, wir können die leichten Maschinengewehre. Komm, wir machen das einfach einmal durch. Eine schöne MG nutzen hier. Kein Problem. Im Grunde genau das gleiche wie mit den MPs und den Sturmgewehren. Das Blöde ist, dass ich nochmal einmal daneben schieße und dann ja, blöd. Das ist die Zeit, ne? Nein! Alle weg. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Punkte aufgeholt. Gold geschafft. Läuft. Sehr schön. So, dann machen wir... was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Blödsinn gemacht. Ich habe Blödsinn gemacht. So, so, so. Läuft. Ja, leider nicht überall Gold geschafft, aber mein Gott, das ist ja auch immer nicht mein Ziel. Das ist ja nicht so wichtig. Ich will den Multiplikator nicht verlieren, ne? Na komm. So, habe ich noch erwischt. Deswegen, ich versuche mal vorher schon ein bisschen aufzuhören, damit ich halt den Multiplikator nicht verliere, weil der ist schon ziemlich gut. Habe ich daneben geschossen? Ich frage mich, wie das gehen soll. Ich kann doch gar nicht daneben schießen, bitte. Bitch, please. Ah ja. 18.000 war nicht so gut. Muss ich sagen. Hätte besser sein können, aber immerhin Silber. Und... Nummer 3. Und danach haben wir noch eine Waffenkategorie und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Weil dann kann ich ja gleich mal alles durchziehen. Scheiße, ich reagiere immer ein bisschen zu spät. Wie viele da kommen? Nachladen. Das Nachladen dauert hier immer mega lange, ne? Egal, Hauptsache Punkte machen. Mir ist jetzt gar nicht wichtig, dass ich immer die Mitte treffe. Ich will nur immer schön die Punkte machen. Dann verliere ich nämlich den Multiplikator auch nicht. Und das ist gar nicht mal so doof dann. Wobei, die Mitte treffen wäre schon gar nicht mal so doof. Und gehen tut's auf jeden Fall.
Bei mir leider immer diesen blöden Multiplikator, das ist ein bisschen nervig. Ja, egal. Wie gesagt, wenn ich jetzt keinen Silber schaffe, meine Fresse, ist das auch nicht so schlimm. Ja, immerhin, mein Gott, 15.000 Punkte reicht mir doch. Ich glaube, damit habe ich dann die letzte Waffenkategorie, schwere Waffen. Was gibt's denn für schwere Waffen? Eine Minigun. Warum denn nicht? Ey, scheiß mal auf den Multiplikator, Junge. Okay, das ist nice. Das ist nice. Ich brauche unbedingt eine Minigun. Ich weiß nicht wofür, aber ich brauche sie. Ich brauche sie unbedingt. Für meinen privaten Haushalt. Ich glaube, wenn du an der Kasse stehst, ja, ist das, glaube ich, eine ganz geile Sache. So ein so ein Minigun-Ding. Da lassen dich, glaube ich, alle vor. Deswegen muss ich mir sowas auf jeden Fall mal zulegen. Gucken, was wir jetzt hier haben. Ich baller sowieso einfach nur drauf, wie so ein Wahnsinniger. Ja. Ja! Das gefällt mir, das ist gut. Wie viel Schuss hat das Ding eigentlich? Ah, ich habe aber leider nicht das Ding geschafft. Schade. Silber immerhin. Naja, besser als nichts. So, das letzte Ding. Dann sind wir fertig. Boah, hier können wir wie einfach wie ein Wahnsinniger schießen, ist ja da. I like it. Genau, meine Übung. Nicht zielen, einfach schießen. Läuft. Das Blöde ist, ich sehe wegen dem Mündungsfeuer nicht so viel, aber das ist, glaube ich, egal. Das macht nichts. Macht absolut nichts. Hier kommen immer schön die Ziele nach. Das finde ich ja total toll. Oh, ich habe noch geschafft. Naja, man kann noch ein bisschen weiterballern, macht Spaß. Die Waffe ist geil, die brauche ich unbedingt auch. Ich glaube, damit kannst du die Gegner auch relativ schnell down kriegen. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Gold geschafft, du hältst jetzt einen Nachlass von 10%. Wow, okay. 10%, leck mich am Arsch. Ey, wenn ich jetzt meine Skills nicht verbessert habe, weiß ich es auch nicht. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Also jetzt muss ich ja wohl, oder? Ich glaube, meine Skills haben sich nicht verbessert. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Naja, egal. An der Stelle beende ich aber mal auf jeden Fall die Folge. Ich bedanke mich bei euch. Das war spaßig, muss ich sagen. Also vor allem die Minigun war mega fett. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tonja, JB ist weg. Bitte hilf einer Schwester bei noch einem Job. Ruf mich an und erklär's dir. Ruf mich an und erklär's dir. Ach, und ich erklär's dir. Ja. Vielleicht dann später. Haut rein.